Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Depon ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck! Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier! Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ja, das stimmt. Aber an dieser Stelle machen wir ein kleines, düsteres Aufnahmepäuschen und sehen uns gleich wieder. Ciao! Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. So. Das war jetzt ein sehr spannendes Intro. Gut, wir haben ja hier Dunkelheit. Und es gibt ja hier diese Taste auf der Tastatur, die alle hier displayt. Die werde ich versuchen, in diesem Level nicht zu benutzen, weil das zerstört ja die Idee des Levels. So, ganz einfach. Hier, das ist wahrscheinlich Rufus. Obwohl die Augen sind ein bisschen komisch für Rufus. Okay, das ist Baby Girl. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Wow! Nicht doch! Psst! Warte, das hat geraten, Smiley gemacht, als wär's zufrieden. Heißt das, das ist ein Monster? Wir können es nicht anklicken, das heißt, es könnte Rufus sein. Was ist denn das? Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Hier wächst irgendeine Art. Ja. Na dann. Mal. So. Na. Nicht so laut, Goal. Ja. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Halt die. Bitte. Wir müssen nicht. Ja, guck das Lächeln an. Das kann doch nicht Rufus sein. Der hat doch ganz andere Augen. Guck hier. Bitte, wir müssen nicht. Ja, doch. Siehst du? Psst. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch. Okay, vielleicht doch. Und das? Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Okay. Da ist eine Na dann. So. Na. Nicht so laut, Go. Du wächst noch. Ja. Hat's hier denn noch was? Ich bin schwer. Gestrüpp, Goal. Oh. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Können wir auch nicht nehmen. Okay, das ist ein Ast. Da. Oh. Ja, Gestrüpp. Okay, da haben wir momentan nichts. Können wir hier wechseln? Hier. Zum roten Rufus. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog.
Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja. Hä? Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Juhuhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Tja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Ach. Hey! Schön. Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Ja, sehr schön. Gut, wo geht's denn hier lang? Was ist denn das? Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Haha, aber da müssen die schon früher aufstehen. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Ja, okay. Blöder Mist. Gleich nochmal. Da bringen uns unsere Hände von Schraubstöcken nichts mehr, wa? Blöder Mist. Gleich nochmal. Ich glaube, das bringt nichts. Geh mal zurück. So. Die schnäppelt hier ihre Möhren. Hallo. Du nackten Mullschnabeltier. Kann man hier? Nein. Können wir die Mox begrüßen? Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Ja, das stimmt. Was man nicht vergessen darf, ist... Hier ist Boso doch reingegangen. Wo ist denn der Boden? Wo ist denn der Boden, Alter? Hallöchen. Darf ich kurz stören? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Was? Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Der arme Timmy. Was treibt ihr denn hier? Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Ey, Beppo. Sag mal an hier. Ist da drüben etwa Bosos Hause? Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na, dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Okay. Wisst ihr, was mit ihnen los ist? Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich suche das Lager des Widerstands. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach,
Den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Okay. Über Umwege erfahren wir, was wir brauchen. Auch gut. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Jo, vergesst es. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Schön. Was ist denn das hier? Ich wäre ein toller Feuerwehrmann. Epische Wasserschlachten, Brandschatzmaßnahmen und Menschen in Not vom Baum aus mit Katzen bewerfen. Ja. Vom Baum aus Menschen mit Katzen bewerfen. Mein Traum würde in Erfüllung gehen. Zieh mal an, der Teil. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zu. Was? Geht das? Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Moog. Das ist so putzig. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Ja, hätte ich auch nicht gemacht. So, Wäschepinne. Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird. Ist so. Ja. Oh, okay. Ninja-Dress. Bozo hat einen Ninja in der Familie. Wie konnte er das nur von mir verbergen? Echt? Immerhin war es eine Heidenarbeit, den Ninja-Detektor aus dem Bastolino-Heft auszuschneiden. Okay, einmal noch. Hi-ja-ha! Ui, guck mal, Moog. Baby Bozo spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Oder bekommt er auch keinen Koffeinlutscher? Was, Koffeinlutscher? Jetzt wissen wir, wieso die Bozos so komisch drauf sind. So. Jetzt noch das letzte hier. Wenn dieses Outfit groß ist, will es Astronaut werden, um mit den anderen beiden mithalten zu können. Okay. Muss das wirklich sein? Na gut. Brave! Ui, guck mal, Moog. Da ist ja Baby Bozo. Na, Baby Bozo? Möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Dann nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Moog. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Ja! Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der 2. Klasse abgebrochen habe. Ach ja, schön. So, da musste ich eben das kleine Steam-Overlay schließen. Jetzt sind wir wieder zurück. Dass man hier nicht wieder hier so Nachrichten bekommt, wie eben gerade. Die ich raus editiert habe. Mit einem sau schönen, hübschen, dramatischen schwarzen Balken. So, guck mal hier. Hier steckt schon einer in der Tür. Mein letzter Postraub liegt schon ein Weilchen zurück. Ach. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die Zacken der Briefmarken entschärft. Das ist ein Postbote. Gut, nimm mal weg. Ein Brief? Der Brief ist an Bozos Mama adressiert. Okay, nimm mal weg.
Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Was? Okay. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Oh Gott. Alter. Das war der schlechteste von allen einfach. So, Briefträger. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Ja. Baby Boso. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Oh Gott. Hallo. Adjukadjuku. Filmreif. Oscar-verdächtig. Okay. Oberboso. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst. Wie Grohl wohl später mal aussieht. Ich habe gerade kein Bild von ihr, aber die hat doch eine Stupsnase, oder? Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Okay. Mama Boso. Das ist also Bosos Mama. Er hat ihre Augen geerbt und ihre Oberweite. Wie jetzt? Das war auch witzig? Das ist aber ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter? Eine Einbrecherin? Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma? Die Vorkosterin? Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Oha. Okay. Was stimmt denn nicht mit Boso? Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seiner geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Wir reden Moment. Später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Nee. Lieber doch mit... Moment. Ach nee, wir konnten ja nicht aufs Klo. Okay, egal. Pff,
So, das war aber eine sehr komische Folge. Ein bisschen im Lustern getappt. Haben wir nichts groß gefunden, außer irgendein komisches Vieh. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Rufus war. Ich glaube nicht. Und ein bisschen Klamotten gewechselt, ne? Das war richtig schnieke, würde ich jetzt mal sagen. So, dann sehen wir aber uns aber auch schon in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.